Wir bleiben sportlich. In 2 Jahren ist die Steiermark zum zweiten Mal nach 1993 Schauplatz der Special Olympics Weltwinterspiele. 3000 geistig behinderte Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt kämpfen dann in Graz und in Schladming um Medaillen. Heute sind im Grazer Rathaus die offiziellen Maskottchen vorgestellt worden. Gestatten? Lara und Luis, ein Dachs und ein Hirsch, sind das optische Aushängeschild der Special Olympics 2017. Wir haben 51, die eingereicht haben, aus 10 Ländern. Und es haben 6.255 Leute gewotet. Das Rennen gemacht haben 2 junge Grazer Studenten der FH Joanneum, die Erfinder von Lara und Luis. Der weibliche Teil ist die Lara. Der DAX steht für Kraft und Stärke und auch, die Siegreiche. Ja, und der zweite ist der Luis, der Hirsch, und der ist natürlich in Österreich sehr stark vertreten und steht natürlich für Kraft. Ihren großen Auftritt haben die Maskottchen 2017 in Schladming, wo die Bewerbe auf Schnee stattfinden. In Graz geht es für Lara und Luis aufs frisch gemachte Eis in Liebenau. Die Eishalle wird um 20 Millionen Euro generalsaniert. Bei den 20 Millionen wird es so sein, dass das Publikum ganz nahe an die Eisfläche herunterkommt. Jetzt war das Publikum ja doch relativ weit weg. Wir haben eine komplett neue Eisanlage. Es werden auch die Trainingsflächen heraus eingehaust. Also es wird sich wirklich was tun. Ab Montag herrscht in der Eishalle Tauwetter. Dann übernehmen die Bauarbeiter. Rechtzeitig vor Beginn der Special Olympics wird alles fertig sein. Der Countdown läuft.